Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft oder Let's Play Minecraft gestrandet. Ich bin zusammen mit dem Homer hier und wir sind hier so ein bisschen am Basteln. Die anderen sind noch nicht dabei. Diesmal ist es nur eine kleine Zwischenfolge, die ich hier gerade aufnehme. Die anderen haben heute keine Zeit oder sind halt verhindert, haben andere Projekte noch. Und wir bauen hier halt ein bisschen weiter. Ich will jetzt noch nicht alles verraten, was hier schon entstanden ist, weil hier ist schon richtig viel am Start. Wir haben so ein bisschen, wie soll ich das sagen, nebenher weitergebaut und haben uns so ein bisschen, haben einfach, wie gesagt, ich habe irgendwann mal eine Nachtsession durchgemacht, wo ich dann einfach hier 1000 Sachen aufgebaut hatte oder zu Ende gebaut hatte, die wir haben. Wir haben jetzt ganz viel Viehzeug, wir haben jetzt, der Turm ist quasi fertig und jetzt verschönern wir das Ganze noch mit ein paar Details und sowas. Wenn ich gleich rausgehe, werdet ihr das sehen, dann mache ich vielleicht eine kleine Tour heute. In Ruhe. Die anderen kennen das auch noch nicht. Die waren auch noch nicht auf dem Server. Dann kann ich das aber heute in Ruhe machen. Kann ich euch in Ruhe zeigen, was ich alles so gemacht hatte oder was der Homer auch noch mitgemacht hatte und so. Und machen wir so eine kleine Tour hier. So, jetzt mache ich erstmal hier das hier unten. Bin ich mir noch nicht genau sicher, was das hier sein wird oder sein werden soll. Was weiß ich, werden soll. Ja, kann auch nicht reden. Aber es wird wahrscheinlich eine Art Schwimmbad werden. Ich bin hier gerade im Untergrund des Turms. Komischer Ort für die den Zeitpunkt des Anfangs der Aufnahme. Alter, heute ist echt schlimm. Aber ich baue hier gerade mal quasi schon mal so ein bisschen, fräs mich hier schon mal in den Berg unten rein, damit wir hier so eine kleine, wie soll ich das sagen, wie so eine Therme hier unten drunter haben. Das ist ganz cool. Ich hoffe mal, das sieht später ganz gut aus. Bin noch nicht genau sicher, wie ich das machen werde. Am liebsten würde ich dafür so dunkleres Holz benutzen oder sowas. Das ist ein bisschen saunamäßig dann ist. Muss ich mal schauen. Heb jetzt auf jeden Fall erstmal schon den Raum aus und dann... So. Da hier oben ist tatsächlich... Warum ist hier noch so ein Klotz? Normales Holz habe ich gar nicht dabei gerade, oder? Nee. Das ist noch zu klein, das soll noch ein bisschen größer werden. Der Homer ist gerade dran, wahrscheinlich... Eierfarm zu verbessern. Und Papyrus abzufarmen, oder nicht? Und das auch, ja. Ja, wir wollen jetzt nämlich langsam mal einen Zauberraum bauen. Wir haben jetzt auch einen kleinen Platz für einen Zauberraum schon geschaffen. Und, ich hätte das nachts auch alles aufnehmen können, was ich hier gemacht hätte, aber dann wäre es, das wäre glaube ich relativ, wie sag ich mal, öde gewesen, weil ich war teilweise 3 bis 4 Stunden einfach nur farmen. Jetzt werden schon viele sagen, hast du nicht aufgenommen und was weiß ich, ne, aber ja, jetzt seht ihr das als Ergebnis und zwischendurch kriegt ihr dann wieder mit, was da so abgeht und was wir so machen. Ich denke mal, das wird schon gut gehen. Warte mal, was haben wir jetzt da? 5 haben wir hier oder 1? Okay, da muss nur einer weg hier an der Wand. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, unten so ein kleines Schwimmbad rein. Oh, die Hühnchen laufen Amok. Lass sie nicht alle raus. Nee. Aber ich versuche jetzt ja gerade irgendwie alles ein bisschen zu verbessern. Die laufen da die ganze Zeit weg. In schwieriger Kleinstarbeit habe ich mit dem Homer und also erstmal die Rinder und die Hühner hier in den Stall geholt. Und dann habe ich selbst noch bestimmt eine Dreiviertelstunde lang von hinten, ich habe quasi Schweine geschenkt bekommen, habe ich Schweine rüber transportiert und die sind jetzt auch in unserem Stall drin. Und das war schon irgendwie anstrengend, muss ich sagen, weil die Viecher, die laufen echt manchmal dahin, wo sie wollen. Kühe machen, was sie wollen, alle machen, was sie wollen. Das war nicht ganz so einfach irgendwie, naja. Das ist auch noch, fehlt auch noch ein Klotz, müssen wir später mal einsetzen. Achso, da ist der Ofen drüber, deswegen. Hier ist nichts drüber. Das könnte schon... Ja, vielleicht noch einen kleinen Ausstecher hier, so eine kleine Zweithöhle da hinten dran. Sind jetzt hier ein bisschen weiter unten. Kann man das ja machen. Ist ja kein Problem. Ich denke mal, wir werden da jetzt nichts irgendwie aufreiben oben. Mal hier so ein, nicht unbedingt ein Gang, aber so eine kleine, wie so ein kleines Nebenbecken. Gibt es ja oft bei solchen Thermendingern.
Und das müssen wir später, glaube ich, auch noch alles mit Holz auskleiden, sonst sieht das nicht gemütlich aus. Ja, ihr werdet gleich wahrscheinlich ein paar Augen machen, wenn ich jetzt gleich mal hochgehe. Noch sieht das ja nicht. Aber dann werdet ihr sehen, was hier alles entstanden ist schon. Das ist schon, ja, das ist schon einiges. Das ist halt schon viel passiert. Das ist halt so, ich habe auch gar nicht gedacht, dass es so ist, aber ich wollte natürlich auch insgesamt ein bisschen natürlich Minecraft üben, so ein bisschen gucken, dass ich mit den Sachen besser klarkomme. Und dafür war so eine nächtliche Session einfach mal ganz in Ordnung. Wo ich dann einfach mal so vor mich hingebastelt und gebaut habe. Und Bastelt. gebastelt, genau, gebastelt. Ja. Nee, aber das war ganz gut, weil ich kenne das Spiel ja noch nicht so lange oder habe da mit dem noch nicht so lange was zu tun mit dem Spiel und deswegen war das mal ganz gut, so ein bisschen reinzukommen in die ganze Schose. Und Ja. ja, da ein bisschen rumzubasteln, das war eigentlich ganz nett. Und es hat auch, also man hat auch ein bisschen die Zeit, habe ich dann so ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Weil ich, ja, irgendwann habe ich dann, ich habe immer weitergebaut und habe dann irgendwie gar nicht mehr so richtig registriert. Dass es schon so spät ist. Und das geht bestimmt vielen von euch so. Das kennt ihr bestimmt bei Minecraft. Man baut dann einfach mal weiter und denkt dann, oh, ja, noch das, komm. Das machst du auch noch. Komm, schnell noch das da. Ah ja, das bauen wir auch noch ab. Ach komm, jetzt noch schnell die Bäume abfarmen und wieder die Setzlinge setzen und so weiter. Also, das ist irgendwie, ja, immer das Gleiche. Und, ich habe ja letzte Minecraft eine Zeit lang auch nicht gespielt, weil ich ja auch ein bisschen, wie bei Diablo, so ein bisschen Schiss hatte, dass ich da wieder, ja, wieder 300 Stunden spiele sozusagen. Bei Minecraft bewahrheitet sich das da. Und die Eiermaschine funktioniert. Yay! Ja, der Die Homer hat Eier endlich kommen in die seine Kiste. Eiermaschine hinbekommen. Ah. Das war nämlich sein Plan, jetzt endlich mal hier das mit der Egg McFraggen Maschine hinzubekommen. Eggmaster. So. Das wird doch ganz cool. Ein kleines Nebenbecken hier. So, kleiner Raum auch. Sehr gut. Symmetrisch ist es auch, glaube ich, oder? Moment. Ja, jetzt die Frage ist, symmetrisch zu was? Das hier ist die Mitte des Turms. Ah, fuck, dann muss ich eigentlich... Moment. Muss ich mal gerade ausmessen. Das hier sind... Achso, das sind 5 Steine. So, dann kann hier eigentlich eine Seite weg. Dann ist es das doch, oder? Was ist das dann? Ich Das glaube, ist das es ist dann. es. Ja, ich glaube auch, dass es ist. Obwohl, nee, da muss noch eine Schicht muss noch weg. Und ihr seht schon, mein Inventar ist komplett voll. Muss ich jetzt mal, muss ich gleich mal ein bisschen mich ausleeren, auskotzen. Ich hoffe, das passt. Quatsch, mach ich denn da? So. Zack, 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 zack. Zack. So, das dürfte jetzt aber passen. Dann noch die Erde eben weg. Noch die 2 Steinchen rein. So. Dann machen wir das alles noch einen tiefer, würde ich sagen. Und ja. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, der Xalas, der ja sonst mit Minecraft spielt, der wird demnächst mit mir und dem Homer zusammen Trine 2 spielen. Wir hatten, also Homer und ich hatten jetzt letztens Trine 1, also der war vor ein paar Tagen bei mir gewesen, dann haben wir Trine 1 so fast, ich weiß nicht, wie weit jetzt wir waren, aber ich glaube schon so, Schon mehr als die Hälfte, glaube ich. ja schon. Ja, es hat schon auf jeden Fall lange gedauert. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass es so ein langes Spiel ist. Und das kann man aber leider nicht im Multiplayer im Online zocken, sondern das muss man, wenn im Multiplayer, halt Lokal. lokal zocken. Und dann, ja, das war ein bisschen doof mit dem Aufnehmen, weil sonst hätten wir das Mikro in die Mitte stellen müssen und dann hättet ihr nicht so richtig was davon gehört. Da muss ich beim nächsten Mal ein bisschen cleverer die Technik vorher einstellen, dass das dann irgendwie, ja, besser funktioniert. Mal schauen.
Das kriegen wir schon irgendwie hin. Nur das, ja, das hätte ja so nichts gebracht. So. Alles zwei Breite tief nach unten. Zack, zack, zack. Das ist übrigens schon mal zweite Diamantspitzhacke. Die andere habe ich tatsächlich schon verbraucht. Die zweite Diamantspitzhacke habe ich auch noch verzaubert. Und die hat jetzt Behutsamkeit. Das heißt, die ganzen Steine, die hier rausfallen, sind auch wirklich Steine und keine Pflastersteine. Genau. Aber mein Inventar ist voll, deswegen liegt hier alles voller Steine. So. Genau, und hier kommt dann später der Holzboden rein noch. Und dann würde ich jetzt sagen, erstmal Inventar ausleeren gehen und dann bastel ich mich kurz mal nach oben. Passt das? Ja. Sollte eigentlich, ja. Zack. So, und da seht ihr schon, wenn man nach außen guckt, da ist schon was anderes am Start. Ich muss mal ganz kurz jetzt eben die Steine einsortieren. Die ich hier nicht ewig viel habe davon. Pflasterstein kann schon mal dahin, Kies kann mal dahin, Stein war eben alles weg, das kann man sich gleich wieder neu zuordnen. Steinziegel. Die braucht man noch. Ja, das ist auch da drinne, kann auch wieder mit da rein, der Spaß. So. Hier, ja, dann fangen wir mal ganz kurz an mit der Tour. Wir sind hier quasi jetzt hier unten in dem Turm drinnen. Normalerweise kann ich euch sagen, sieht das Ganze dann so aus. Ist jetzt nämlich nicht ganz. Oh. Ja. Ist nicht ganz richtig hier. Und zwar ist es normalerweise so, dass das Wasser von da oben runterläuft. Das hatte ich jetzt allerdings ein bisschen aufgehalten. Oder der Homer hatte das eben aufgehalten, als ich ja unten mal gearbeitet habe. Ich zeige euch nochmal eben, wie es aussehen sollte. Okay, das fließt jetzt nicht mehr normal zurück. So. Ich glaube, jetzt soll es passen. Ja. Jetzt fließt es halt da unten rein und genauso soll das ja sein. Also ist komplett, man kann ja jetzt komplett in den Turm hoch. Ich habe quasi ein paar Stockwerke dran gebaut. Der Homer hatte mir noch geholfen, ein paar Treppenstufen zumindest zu bauen am Anfang. Und ich habe dann quasi zu Ende gebaut. Dann gehe ich mit euch auf die Spitze des Turms. Da sehen wir auch schon, da gibt es einen Abstecher jetzt. Hier habe ich einen kleinen Tempel gebaut oder zumindest angefangen, schon mal den zu setzen. Da müssen natürlich noch Möbel rein. Das muss generell noch überall, müssen noch Interiors rein. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht. Wie ihr könnt schon sehen, haben wir ein bisschen Glasscheiben eingesetzt und so. Und hier sieht man ganz gut einen schönen Ausblick von hier oben und so. Und das schneit hier auch so schön. Das ist so ein bisschen tibetanisch fast schon. Tibetanisch. Wir befinden uns hier im Himalaya. Ja, so in die Richtung halt, ne? Das ist ganz schön. So. Aus dem Außenwinkel haben schon ganz viele Füchse von euch vielleicht gesehen, was noch dazu gekommen ist, weil da hat der Quille gerade uns ja gezeigt, was er gebaut hatte. Hier auf jeden Fall ist die Leiter ganz nach oben. Da gehen wir jetzt auch mal gerade hin. Ganz nach oben drauf. Boah, und hier schneit es aber heftig. Hä? What the fuck? Warum ist hier überall Eis? Was hast du gemacht? Das ist, ich habe da Eis gefarmt. Also ich habe da Wasser hingeplantet und den Schnee ausgenutzt. Juhu, Kugelschubser. Naja, auf jeden Fall, so sollte es nicht aussehen. Es sollte eigentlich bis Ja, zum Ende, das Eis kann gleich weggemacht werden. bis zum Rand sollte eigentlich Holzboden sein. Und dann haben wir hier, habe ich halt so eine Spitze gebaut, so ein bisschen mit den Zäunen und sowas und so ein bisschen halt so ein Gebilde halt. Und von hier unten kann man schon das nächste Gebilde sehen. Das sieht man da vorne. Und zwar die Brücke habe ich quasi komplettiert. Da sollte noch so ein, da war ja noch so ein halbfertiger Brückenpfeiler. Das habe ich auch gemacht. Das zeige ich euch aber noch von nahem. Jetzt kann man auch quasi hier durch den Wasserstrahl nach unten. Und hier ist Schnee einfach mal in der Butze drinne. Das ist auch strange. Wo kommt der denn her? Da musste ich niesen, entschuldige. Immer zweimal. So. Dann gehen wir hier raus. Das kennt ihr auch noch nicht. Und zwar habe ich hier quasi so einen kleinen Gang gebaut, der zum Turm hinführt. Was steht hier? Home, sweet home. Das hat der Homer bestimmt dann gemacht.
Dann habe ich hier eine, also man wird sich jetzt fragen, was ist das hier? Aber das ist quasi für jeden eine Pferdeanleihenstelle. Das heißt, hier würden die ganzen Pferde, die wir uns später dann noch besorgen, wenn wir denn welche kriegen, müssen wir mal schauen, würden hinbekommen. Hier habe ich noch was gebaut, da bin ich mir aber noch nicht sicher, was da hinkommen soll. Da hatte ich eigentlich vor, das Schwimmbad vorher hinzumachen, da muss jetzt aber irgendwas anderes hin. Das Schwimmbad kommt ja jetzt quasi unter den Turm, einfach damit das, weil der Wasserstrahl dann noch so ein bisschen so eine Bedeutung hat. Hier kommt das Zauberzimmer hin, da sind wir momentan noch dran, die, hier, wie heißt es? Die Regale für zu voll zu fahren. Dafür brauchen wir ja Bücher und so einen Kack. So. Den Stall selber werdet ihr ja noch kennen. Allerdings halt noch nicht so, wie er jetzt aussah. Weil jetzt ist hier fast alles voll. Ach, hi. Yay. Hier, ganz viele Hühnchen haben wir jetzt hier drin. Ganz viele, mega viele Kühe. Also für Leder und Zeug. Dann ganz viele Schweine, die wir auch schon wieder vermehrt haben. Der Oma hat hier in mühevoller Kleinstarbeit hat er hier quasi eine Eiermaschine hingebastelt. Wir haben das ungefähr, oder er hat das ungefähr 30 Mal neu gemacht sozusagen, weil manche Sachen nicht mehr genau funktioniert haben. Ja, Wie das sie ist ein. natürlich die Update, ist da irgendwie was geschehen. Also früher Ja. konnte man das ganz einfach machen, jetzt muss man da irgendwie komplizierterweise so eine Strömung drin haben und ach ey. Ja, auf jeden Fall nicht ganz so, also es hat nicht ganz so funktioniert am Anfang, wie es sein sollte wohl. So, und dann geht's hier aber weiter. Dann habe ich hier die Brücke, also den Tunnel hier so ein bisschen noch weitergemacht und habe die Fackeln überall platziert und habe in dem Tunnel auch die Fackeln quasi ein bisschen symmetrischer platziert. Auch hier hinten geht's weiter. Da habe ich, oh, zum Glück, dann kann ich direkt die Straße hier begradigen. So. Und dann habe ich hier das Feld gebaut, komplett. Also das heißt, das habe ich auch nachts dann halt gemacht. Da habe ich dann halt hier die ganzen Reihen angelegt mit Weizen, 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 Weizen. Und hier sollten eigentlich noch Karotten und Kürbisse stehen da hinten auch schon. Und Melonen haben wir auch da hinten schon. Habe ich dann alles angepflanzt. Das hat ungefähr 2 Stunden gedauert, allein das hier zu bauen. Wie gesagt, ich bin noch neu in Minecraft. Manche andere Leute, die so Pros sind, die hätten das vielleicht irgendwie ein bisschen schneller geschafft. Aber ich bin ja dann auch jemand, ich mag ja diese Symmetrie und diese Ästhetik dann dahinter. Und ich wollte dann unbedingt diese Holzdinger darüber haben, habe dann aber nicht ganz gerafft, wie das funktioniert mit dem Zaun, ob das danach gut aussieht und so weiter und so fort. Ja, jetzt warten wir momentan noch auf den Papyrus. Und Auf dann dem gibt es. Papyrus ist er kommt. Genau. Dann habe ich diese Unterführung hier auch weitergebaut, auch mit diesen Steinen quasi, die ich hier auch gerade in der Hand habe. Wie heißen die eigentlich? Ziegel. Nee, Steinziegel, doch. Damit habe ich die quasi komplettiert. Und dann seht ihr, da steht der Homer schon drauf. Homers Lieblingsplatz ab sofort. Das Mein Ding habe Dojo. ich, ja, das Ding habe ich auch quasi gebaut. Das hat auch ein bisschen gedauert. Von der Seite sieht es echt gut aus. Sieht aus wie so eine, sieht ein bisschen barockmäßig aus, so wegen diesen ganz filigranen Zaundingern da noch dran. Ist irgendwie ganz nett. Und das soll halt so eine Art, ich sage jetzt mal, nimmt man das? Lol, wurdest du gerade echt angeschossen? Von was? Von einem Von einem Skelett? Wie geil, Skelett. warte mal. Ah! Guck mal, dann können wir das direkt nutzen hier, weil dafür war es eigentlich gedacht. Ist wie so ein Ausguck, wo man dann halt im Prinzip quasi gegen Eindringlinge kämpfen könnte oder so. Also wenn jetzt welche vor der Brücke stehen und so, das sollte halt so in die Richtung sollte das sein. So ein Mix aus Ziegeln und Holz. Aua! Hinter dir. Hopp! Dreckskelett. Bäm. Und ja, das war's eigentlich schon. Also was heißt, das war's schon, dass hier können wir auch mal sehen, wie der Turm aussieht. Und daneben der Tempel. Du hast einen Pfeil in der Fresse. Tja. Machst du nix. Sehe ich auch gerade. Aber das sieht schon ganz schummerig aus. Ich habe übrigens überall um den Berg rum noch Bäume gepflanzt. Ganz, ganz viele. Das sieht man jetzt vielleicht. Also ich weiß nicht, ob man das vorher gesehen hat. Aber das war relativ kahl alles. Und ich habe das so gemacht, dass es halt so ein bisschen epischer aussieht. Dass der Turm da halt so ein bisschen rausragt. Für mein Verhältnis oder für meinen Geschmack hätte der sogar noch was höher sein können, aber irgendwie wäre das dann, weiß ich auch nicht. Es wäre auch ein bisschen dekadent gewesen, vor allen Dingen hätte ich nicht gewusst, was wir mit dem ganzen Platz anfangen sollen. Wir müssen eh so schon noch gucken, was da in die verschiedenen Etagen noch reinkommt. Das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Kisten und sowas, die werden natürlich dann auch alle weggemacht, wenn wir hier mit dem Bauen fertig sind. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir hier weiterbauen. Mein Ziel ist es irgendwann, das hier mit einem Schienensystem, also unser altes Haus, was wir
was ich gerne noch weiterbauen würde. Also ich weiß nicht, die anderen haben, glaube ich, nicht mehr so richtig Bock drauf, habe ich das Gefühl. Aber ich schon. Ich weiß nicht, wie es beim Homer ist, aber ich will das schon weiterbauen, weil es irgendwie doof ist, das einfach so stehen zu lassen. Und das ist ja unser Haus, was uns da quasi am Strand repräsentiert, weißt du? Das finde ich irgendwie so ein bisschen doof, dass wir da jetzt nicht weitermachen. Also ich hoffe, dass wir da noch weitermachen können. Und ja, das war's im Prinzip von der Tour her. Jetzt muss ich halt nochmal gucken, dass da unten das mit dem Schwimmbad irgendwie klappt. Oh. Oh. Erde abbauen ist weniger witzig. Okay. So, so von der Fläche her soll das ungefähr so sein. Natürlich muss man das Wasser dann noch ein bisschen besser hier platzieren und so. Und ich brauche hier unten auch nochmal Holz dann. Soll wahrscheinlich nochmal neue Holzfarmen gehen, oder? Müssen wir wahrscheinlich. Ja. Aber das können wir auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder machen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur heute nötig hier. Ich habe das jetzt nochmal angelegt. Da können die anderen dann auch gerne mithelfen. Oh Gott, werde ich ertrinken? Werde ich ertrinken oder werde ich es schaffen? Hallo. Ich werde hochgeholt in den Himmel. Yay! So. Sehr gut. Come to the heaven. So, wir wollen auf jeden Fall mal mit dem Papyrus. Sollen wir gerade mal mit dem Papyrus gucken, dass wir da vielleicht diese Hütte da schon mal, also diese Zauberding da noch Dafür hinsetzen. brauchen wir auch Leder. Ja, Leder haben wir ja genug, Alter. Haben wir noch in den Kisten auch noch voll viel. Ja? Ja, aber ansonsten killen wir halt ein, zwei Kühe noch, aber Leder haben wir noch genug für die Bücher. Erstmal brauchen wir ja das Papier noch. Papier habe ich auch noch in der Kiste ein bisschen drin gelegen, oder? Oder mal? Doch. Ich habe auch noch Papier ein Also bisschen selber. Ich habe neun Papier noch. ich brauche noch ein bisschen zum Anpflanzen wieder vom neuen Zeugs.